Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 112 Operator. Habe ich seinen Namen schon vergessen? Ich habe Jürgen 5 neue Stadtviertel zugeteilt, die 5 hier. Ich weiß nicht, ob das in so einer Linie besser ist oder ich glaube, das könnte fast egal sein. Das heißt, uns gehören jetzt noch die hier oben. Ich hoffe mal, wir haben diese Folge so viel Zeit, um darauf zu achten, ob die auch Fahrzeuge von außerhalb der eigenen Viertel holen, um die Einsätze in den eigenen Vierteln zu bearbeiten. Da fehlte mir die Zeit für in der letzten Folge. Falls ihr die nicht gesehen habt, guckt euch die an. Das war über 200 Ruf. Und wer so die anderen Folgen guckt, 200 Ruf ist eine Menge. Sonst waren wir, glaube ich, so bei 130, 140. Wenn wir eine gute Folge hatten. Und da ist über 200 auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr. Ja, wir haben eigentlich jetzt nichts mehr im Vorhinein zu erledigen. Deshalb würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir die Schicht besser hinkriegen als letzte Woche, wo wir 6 Notrufe nicht beantwortet haben. Ja, gehen wir mal rein. So, da ist jetzt das Ereignis mit dem Konzert. Da pausiere ich einmal kurz. Da haben wir eine Nachricht von gekriegt und jetzt weiß ich auch endlich, wie es passiert. Ich hoffe, man hört die Musik nicht allzu deutlich im Hintergrund, weil das könnte, glaube ich, GEMA sein. Wenn die Folge nicht online kommt oder teilweise ein bisschen zensiert ist, dann liegt das an der GEMA. Weil das Lied kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich komme gerade nicht auf den Titelnamen. Ein großes Konzert in der Stadt findet statt. Man sollte von der Polizei, der Feuerwehr und dem medizinischen Personal gesichert werden. Akzeptieren. Und das schicke ich jetzt dahin. Du fährst auf jeden Fall mal dahin. Ja, ich würde jetzt dich dahin schicken und dann gucken wir mal, was einfach angefragt wird. Was macht dieser Button hier eigentlich? Okay, hier sind alle, die aufgelistet werden. Und wenn da was kommt und wird von den Disponenten bearbeitet, dann geht das auch direkt wieder weg. Das heißt, die dann wirklich noch... Ne, das hätte aber auch schon einer lösen können, aber der hatte wohl keine Fahrzeuge zur Verfügung. Ah, jetzt fährt er da rein. Okay, dann haben wir das jetzt so. Es fehlt schon wieder am medizinischen Personal. Und Polizei könnte man auch einmal mehr da unten haben, glaube ich. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ach, man soll nur abgesichert werden. Okay, dann haben wir noch einen Krankenwagen irgendwo. So, du bist irgendwo im Nirgendwo. Dann fährst du mal dahin und ein bisschen Wasser. Zack. Sichern wir das Ganze einfach mal ab. Ich hoffe, es passiert jetzt da nichts. Also wir sind ja noch in der Kampagne, die halt auch viele Schichten andauert. Mit dem Flugzeugabsturz letzte Folge, das war ja auch eine Kampagne. Oder in der Kampagne, da kann natürlich einiges auch dann noch passieren. Was waren wir denn jetzt hier noch was offen? Da oben. Wir haben den ersten Anrufer. Wir wurden gerade über einen Unfall auf einer Baustelle informiert. Wir wurden gerade informiert. Oh. Hä, haben wir da nicht eine E-Mail letzte Folge bekommen? Es könnte eine Explosion geben. Wir haben ein Konzert in der Stadt und es könnte nicht viele Verletzte geben. Eieiei. Habe ich da schon einen Polizeiwagen hingeschickt? Mache ich, glaube ich, gleich, wenn der abgeliefert hat. Feuerwehr benötigt. Ich glaube, es konzentriert sich gerade alles nur da unten drauf. Ich glaube, du als Wasserwerfer kannst auch schon mal in die Richtung fahren. Oder bist du der Wasserwerfer? Ah, komm. SWAT-Team für ein gefälschtes Rezept. Man muss auch mal Flagge zeigen. Brauchen wir Einheiten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich auch. Ich mir das hier so angucke. 5-mal Polizei. Drogendealer. Ne, der muss verhaftet werden. Das bringt nichts. Das haben wir hier. Raserei. Komm, dann fährst du dahin. Du fährst dahin, du fährst dahin zum Rohrbruch. Da haben wir noch immer noch 3 Sanitäter benötigt.
Nehmen wir den. Ist hier gar kein Rettungsdienst hingefahren? Ach, der ist das. Ja, du kriegst deine Einheiten noch. Aber ich weiß gerade selber nicht, wo ich die hernehmen soll. Wo haben wir denn eigentlich unseren... Nee? Nee? Wo haben wir denn unseren Anrufer gehabt? Ah, so eine blöde Frage. Hä? War das nicht irgendwo hier? Brennendes Auto? Genau. Dreh dich mal um. Na, dann fahr du mal hier hin. Ja, immer noch viele Sachen, die unbearbeitet sind. Aber es fehlt einfach wieder an Polizei. Bochner Knöchel, der kann doch nicht mehr laufen. Ja, kann er sich auf ein Motorrad setzen? Wir werden es herausfinden. Du fährst mal hier unten hin. Ach, da haben wir jetzt schon jemanden hingeschickt. Du fährst da unten hin. Du fährst dahin. Hier brennt es irgendwo. Haben wir noch einen Feuerwehrwagen? Ach, der fährt dahin. Okay. Irgendjemand hat gerade was gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Irgendwo war gerade irgendwas. Braucht wieder jemand Einheiten? Immer noch drei Ereignisse. Ja, wo fahrt ihr denn gerade hin so? Brauchen auf jeden Fall mehr Polizei. Ne, fahr du mal bitte hier unten noch hin. Bis dahin, wieder zwei Ereignisse. Da fährt da gerade einer hin. Ne, da fährt ein Krankenwagen. Ach ne, der Krankenwagen fährt da einfach durch. Ja, okay, wir brauchen noch eine Polizeieinheit hier unten auf jeden Fall. Wir haben immer noch keinen Krankenwagen dahin geschickt. Du mal hier unten. Ich glaube, ich werde die... Ich glaube, ich werde die... Kidnapping durch Elternteil. Da muss aber, glaube ich, einer schnell hin. Ich werde, glaube ich, alle Motorräder in diese Gebiete hier unten packen. Die werden, die glaube ich, effizienter und besser einlösen können als ich. Die sind alle voll und müssen weiterarbeiten. Das geht doch nicht. Der braucht hier auch seit Ewigkeit eine Polizeieinheit. Ja, ich brauche auch, glaube ich, Hilfe. Hier ist so viel gerade durcheinander. Fünfmal oder fünf Sachen sind noch unbehandelt. Irgendwo sind Schüsse auch gefallen. Aber Musik im Hintergrund ist auch nicht ganz so verkehrt. Aber ich hoffe wirklich, ihr hört die nicht. Es klingt alles sehr nach GEMA. Ey, fahr du dir mal entgegen. Du fährst mal. Fahr du mal ruhig auch hier irgendwo unten ins Viertel. Ist mir egal, wohin. Fahr mal dahin. Denkt jemand, der frei ist? Du bist frei. Komm, ihr fahrt euch doch beide entgegen, dann machen wir das so. Wo ist unser Helikopter? Ach du Boss. Okay. Er ist beschäftigt. Stichungsversuch. Fahr du mal hier hoch. Wir brauchen eine neue Polizeieinheit. Oder mehrere. Oder mehr Disponenten, die für uns arbeiten. Zeit ist gleich rum, also ein Anruf wird nicht mehr kommen. Fahr du mal bitte mit nach hier oben, dass wir irgendjemanden noch da oben haben. Haben wir hier den Heli drunter? Eine Sache habe ich gerade noch offen. Ne, noch eine.
einer ohne Blaulicht unterwegs? Komm, du bist doch. Du kannst doch hier noch hinterherfahren eben. Liegt doch auf dem Weg. Da ist jetzt wieder was gekommen. Da nehme ich jetzt gleich den. Weil der lädt jetzt gerade zwei Verdächtige ab. Beziehungsweise sogar Verhaftete. Und jetzt haben wir noch 12 Sekunden, wo noch Sachen passieren können. Ich weiß nicht, was bei dem Konzert ist. Da alles gut funktioniert. Es sieht auf jeden Fall gut aus, wie wir hier stehen. Fall gelöst, sehr gut. Nichts passiert. Medizinischer Transport. Einmal, wenn ich das richtig sehe. Oh, ist jemand verstorben. Das ist nicht gut. Da waren wir zu langsam. Polizeitransport benötigt. Ja, ich glaube, du bist ein bisschen schneller. Vielleicht holst du den noch ein. Da sind wir noch. Okay, wir haben noch ein paar Sachen hier offen. Na, wie sieht's hier aus? Da müsste doch jetzt. Was haben wir denn da gehabt? Oh, ernsthafter Autounfall. Vier Sachen noch. Ja, da die andere Person, die da lag, die scheint die Verstorbene gewesen zu sein. Unbekannte Krankheit. Okay, wird gerade gelöst und hier werden zwei Leute festgenommen. Also 240 Ruf. Das ist eine ganze Menge. Ist nochmal mehr als letztes Mal. Hat mit 219, meine ich. Ach, doch nur eine Person. Okay. Teammitglied Agnes Schubert ist wieder gesund. Miranda Schäfer auch. Doch keine vermeidbaren Todesopfer. Okay, waren wir doch nicht so lange. 98,4% ist sehr gut. Das hatten wir, glaube ich, noch nie so hoch. Taschendieb ist die Zeit abgelaufen. Und was haben wir noch nicht geschafft? Rotlicht missachtet, okay. Wieder 86.000 gemacht. Ja doch, war eine gute Schicht. 98%. Drei neue Nachrichten. Gestern haben sie mein Baby gerettet. Das hört man doch gerne. Diese Nachricht enthält Tipps zur Bedienung des 112-Operator-Betriebssystems. Wenn du den Senior-Status erreicht hast, wirst du den Patcher einstellen können. Die Patcher übernehmen einen Teil deiner Arbeit und werden Einheiten zu den Einsatzorten entsenden. Sie können einem oder gleich mehreren Stadtfeldern zugewiesen sein. Jeder von ihnen reagiert anders auf bestimmte Ereignisse, sowohl bei der Auswahl von Einheiten als auch der Geschwindigkeit. Oh, es geht sogar bis 10, wie ich hier gerade sehe. Und Risiko von Großbränden. Einige Ereignisse werden sich stets wiederholen. Das Risiko von Großbränden ist kurz vor einem kritischen Höhepunkt. Seien Sie bitte vorsichtig und bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Okay, ich glaube, Feuerwehr sind wir sogar ganz gut gewappnet. Das, was ich hier vorhin angekündigt hatte, wir stellen mal die hier rein. Sieht natürlich hier jetzt ein bisschen leerer aus. Eine Polizeieinheit möchte ich noch kaufen. Und zwar, oh, wir haben sogar noch einen in der Garage. Ja, dann nehmen wir schon mal den Wagen. Das hier, fahren 98 und schießen 90. Können wir hier eigentlich noch was anderes auswählen? Oh ja, wie viel können wir denn auswählen? Tumulte, SWAT-Ausrüstung, zwei verschiedene gepanzert, Bombenschutzanzug, nicht bewaffnet. Ich glaube, darauf können wir uns mal konzentrieren, wenn die Einsätze nicht mehr in unserer Hand liegen, sondern die Disponenten alles festlegen dürfen. Bei der Geschwindigkeit, wie wir die Aufträge hier reinkriegen, dann noch gucken, wo steht welches Fahrzeug, welcher Auftrag ist es genau, wen schicken wir hin, also da hätte ich bis jetzt noch gar nicht die Zeit für gehabt. 94 durchschnittliche Effizienz, da waren die 98% natürlich sehr gut. 488 Bürger in Berlin sind auch gerade im Gefängnis.
Wir haben sehr viel schon an Strafen ausgegeben. Boah, 827 Zahl der gelösten Fälle, 2259 Rufpunkte, 17 Schichten. Ja, doch, sind alles okay Statistiken. Aber dann haben wir heute auch mal wieder eine etwas kürzere Folge gehabt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe auch, dass die Folge bis hierhin anschaubar war. Ich weiß nicht, was die GEMA gesagt hat oder das Konzert da gemacht hat. Müssen wir mal gucken. Wir haben auf jeden Fall unser Bestes gegeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.